Ja, moin. Eine neue Runde Satisfactory. Ja, hoch. Ja, hier wieder. Ja, oben rechts. Ich habe mal ein bisschen was eingesammelt. Das hat immer gedauert. Seht ihr, Partikelanreicherung. Und der... Los hier, Mensch. Und der ist, wenn wir jetzt hier freischalten. Das wird mal endlich Zeit, ne? So, dann machen wir hier einen Hund. Die Dinge haben wieder Ewigkeiten gebraucht. Das war ja kein Thema. Die Motoren sind kein Thema. Und so, Freischaltung. Ja, mal gucken, was passiert, ne? The particle accelerator enables previously impossible processes, such as recycling nuclear waste and converting it into plutonium, as well as the generation of exotic matter. A new project part enables progress to the next phase. Diese exotische Materie, von der gerade gesprochen hat, das ist diese Plasma-Pasta. Ne? Da müssen wir mal gerade gucken. So, warte. Jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt müssen wir uns nämlich mal um unseren Atomkram hier kümmern. Hier, der Teilchenbeschleuniger, der braucht ja eigentlich, wenn man so will, nicht so viel Sachen. Ne? Der ist easy going eigentlich zu bauen. Das ist nicht das Problem, aber da kommen wir eigentlich noch gar nicht erstmal hin. Wir müssen nämlich mal gucken, was haben wir hier eigentlich alles. Ne, da ist alles noch grün. Wir müssen nämlich erstmal gucken, was mit unserem Atommüll ist. Ne? Übrigens habe ich dieses Ding hier freigeschaltet. Ein hier. Wo ist er denn? Da. Können wir fliegen. Brauchen nur ein bisschen Strom. Gehen wir mal, hier ist der Strom. So, also fliegen, fliegen ja, aber halt schweben, ne? Hier an Stromleitung lang geht übrigens auch an Schienen. An Stromschienen. Was heißt Stromschienen? An Zugschienen, ne? Weil die ja Spannung haben. Der tut sich ja durch Induktion aufladen. Ne? Deswegen kann man so schön schweben mit dem Ding. Ihr braucht halt nur Spannung irgendwo in der Nähe. Übrigens, viele Leute haben gefragt, die das zum ersten Mal benutzen. Landen tut man mit der Taste C. Wenn ihr das nicht geändert habt. Ne? C ist Landen. So. Der liebe Atommüll. Jetzt lass uns mal gerade was gucken. Warte mal. Plutonium. Wir müssen nämlich jetzt mal gucken, wie wir diesen Kram hier fabrizieren. Der ist da. Das machen wir dann in unserer Recyclinganlage, da hinten in der Wüste. Ach, die Dinger. Oh Mist, ey. Die sind kein Problem. Die sind sowieso kein Problem. Die holen wir uns von dieser neuen Anlage 5. Die 5 für einen, 0,5 Minute, also 2, also 10. Das geht. Das ist kein Problem. 15 von den Plutoniumzellen. Und die brauchen... Kriegen wir nicht hier, warte mal. Kein Thema. Die brauchen Plutonium-Pellets. Und da kommt nämlich jetzt der Kram zu Plutonium-Pellets. Da kommt der Müll. Und das hier. Und das ist nicht spaltbares Uran. Also damit müssen wir anfangen. Hier ist auch noch Salpetersäure. Was braucht man eigentlich die Dinger? Die sind mal in einem Video gezeigt worden. Die Rockets. Aber müssen wir mal gucken. Verpackt. Ne, hier. Das ist eigentlich erstmal Schritt 1. Mittel. Leicht radioaktiv. Uranium-238. Okay, das brauchen wir in der neuen Halle. Was ist das? Salpetersäure. Wie stellen wir denn die her? Stickstoff. Wasser. Kotz. Das ist hier so ein Ding, ne? Wir schütten Metallplatten in den Mixer rein. Wer macht denn so ein Rezept? Was soll denn hier für ein alternatives Rezept? Was ist das denn? Ja, verpackte Salpetersäure. Ja, geil. Salpetersäure. Toll. Hä? Hier Salpetersäure. Mann. Wie viel passt denn da eigentlich rein in diese Dinger? Haben aber eher mal da hier ein Problem. Salpetersäure ist das Problem. Salpetersäure ist eigentlich nicht das Problem, weil hier haben wir einen Bahnhof. Wasser haben wir auch. Das wird auch da hinten, aber das nicht. Also das haben wir schon, aber das haben wir übrigens nie eingelagert. Nie. Das benutze ich für die Wände bauen und zwar ausschließlich und für nichts anderes. Oh, gehen wir da hinten gucken. Das ist, bevor ich hier wieder irgendwo hier abstürze. Hier, komm mal her, wie viel von den Dingen habe ich eigentlich noch? 99. Das ist da hinten drin, in dem Gebäude. Boah. Kein Bahnhof, kein nichts. Und ich brauche davon 60 die Minute.
Scheiße, ey. Da bleibt doch wieder nur, also wie die Lokation hier ist, was wir hier haben. Salpetersäure, oh Gott, hey. Da mache ich auch keine 60 die Minute, aber das ist nicht das Problem. Setze ich einfach eine Maschine daneben. Und die braucht auch nur diese Stahlbarren. Entschuldigung, ich muss hier ständig hupsen. Ich suche das dann rauszuschneiden. Wollen wir gerade mal notieren, 5 Minuten. Ich suche, ja. Hier ist das Zeugs drin. Hier in der Wüstenanlage. Okay. Hier. Da ist es. Und das macht nur die hier. Die zwei. 40. Also 1, 2, 40. Oh Mann. Ich sag euch, wir lassen das hier drin. Wir lassen das da drin. Und wollen mal gucken, das wird ja hier mit einem Auto angeliefert. Seit eh und je. Aus Nostalgiegründen bleibt der auch da. Hier, nie fertig gebaut, ne? Ja. Weil, habe ich vergessen, wie der Mod noch aktiv war wegen der Kollisionsanfrage. Jetzt geht's wieder nicht, weil der Mod nicht aktiv ist. Ist auch ein bisschen eng hier. Ich habe gerade überlegt, ob. Da kommt das Auto, glaube ich. Das ist, glaube ich, der. Ist nicht der Kohlewagen, ist der hier, ne? Oder ist das der Kohlewagen? Der Kohlewagen. Fährt der eigentlich noch? Ja, muss, sonst wäre das ja da nicht voll. Da, wo der das Zeug. Da, wo der das Zeug herholt, da ist er. Wenn ihr die Barren hergestellt, dass man da die Dinger hinsetzt. Gott, hey. Und dann mit einem Drohnenport das Zeugs. Boah. Und dann brauchen wir noch einen Batteriehupfer. Der Frachter da oben braucht aber auch ewig, ne? Einer, der die Batterien zum Drohnenhub bringt. Tja. Haben wir hier eigentlich genug Platz für einen Drohnenhub? Also zwei? Ich gehe mal zu der Fabrik, die die Metalldinger herstellt. Wie viel brauche ich denn eigentlich von diesen Teilen? Brauche ich hier eigentlich zwei? Ach, da brauche ich ja diese Dinger wieder. Wartet. Lasst mal kurz gucken. Wir gehen mal hier vor Ort. Kommt ein Cut. Ich gehe da mal hin. So, hier sind wir. Bin fast von dem überfahren worden da. Hier macht er denn jetzt hier wieder? Was war das jetzt? Egal. Hier, das hier. So viel macht das Zeug hier aber auch nicht, so wie das aussieht, ne? Wie viel verbraucht er denn davon? Huch. Er ist aber voll. Okay. Wieso läuft denn da so viel rein? Lass mal gerade gucken. Jetzt fährt der weg. Jetzt können wir da mal rein. Ah, ist nicht so viel. So, jetzt können wir mal hier. 30 die Minute. 30, 60, 90. 180 macht das Ding hier. 180 die Minute und wir brauchen von den Platten. Wo war denn das drin? Im Konstruktor ist das Ding drin, ne? Mal gerade reingucken. Jo, und auch kein alternatives Rezept. Shit, ey. 30 die Minute. Brauchen 90, um 60 von den Dingern zu machen. Und dann ist der Weg zu der Anlage ja noch so weit, dass der ja zig Minuten unterwegs ist. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel braucht man wirklich wegen dem Atommüll? Wir brauchen so ein komplettes Ding, um die Platten herzustellen. Das machen wir jetzt mal gerade hier. Wartet mal. Ich muss hier gucken, dass das Auto hier auch weiter fährt, sonst ist es nämlich schlecht. Gehen wir hier. Wieder also auch nicht genug Zement dabei. Warte mal. Wenn es ganz schlecht läuft, kommt hier ein Bahnhof hin, weil ich sträub mich da eigentlich, die Drohnen zu benutzen.
muss man jetzt mal so sagen. Wegen dem Batteriegelumpe, weil die mit Batterien versorgt werden müssen. Ich mach das aber mal so. Ich denke, wir brauchen nicht so viel wegen dem Atommüll. Da ist zwar am Anfang, wenn das Lager leer gemacht wird, natürlich viel. Aber dann, wenn das Lager leer ist, weil wir ja komplett recyceln, der wird ja zu Plutonium gemacht, dann ist es nicht mehr so viel. Wir brauchen hier einen intelligenten später, bitte. Sag ich euch gleich warum. So. Mach jetzt da mal so ein Fünferband rein. Bist du? Du bist ein MK3. Du kommst da dran. Das ist der linke Ausgang. Das heißt, links kommen die... Eisenbarren. Mittel kommt... Keins. Und rechts... der Überschuss. Weil ich will erstmal diese Produktion... Ist der schon wieder da? Der ist aber schnell, ne? Tatsache, du. So. Und jetzt haben wir gesagt 30, 60, 90. Und dann nehmen wir nämlich... Haben wir genug hier. Gehen wir mit dem da raus. Ich weiß, dass das dann nicht genug ist. Wir könnten den da hinten... Es müsste eigentlich hier gleich was rauskommen, weil... Ja, da ist er. So, und dann stellen wir mal hier... von der Produktion... einen Konstruktor hin. Dann stellen wir... du hier in die Mitte, du stehst auf diesem Ding. Eins... zwei... drei... Wenn es halt ganz schlecht läuft, tut man halt noch übertakten. Erstmal einen von denen. So, du brauchen hier einen Splitter auf diesem Ding. Und zwar von da. Mach es nicht zu nah dran, mach es so. So, drehen wir den um. So. Gott, hey. Und so. Und dann nehmen wir hier auch wieder das Band. Das passt schon. Rinder, Rin. Ich nehme das jetzt mal überall das Zweierband, weil ich nicht genug von diesen anderen Platten dabei habe. Das Zweierband reicht ja. So. Und dann setzen wir hier ein Türmchen hin. Ein Sturm. Nehmen wir den setzen wir hier. Ja, genau. Wie gut. Ach Gott. Okay, wir machen ihn hier hin. Da, genau vor den Ausgang. Damit wir später, wenn wir es auch ausbauen, auch wieder umbauen müssen. So ist das. Ja. Ja, und so. Und von so nach. So. Und Platten bitte. Und Steuerung C. Jetzt, ja, habe ich ja schon gesagt. Dann machen wir hier Steuerung V. Platten. Und Platten. So, lass den mal machen. Der soll erstmal hier tun. Ja, ich weiß, dass das erstmal so ist halt. Ja. Mal gucken. Der braucht ganz schön, der holt ganz schön. Wie viel ist das? Wie leer ist denn das Ding eigentlich? Da ist schon wieder da. Schnell fährt denn der. Na, so viel ist es aber eigentlich nicht. Jawohl. Drei, das ist 300 Platten, ne? So, jetzt haben wir hier erstmal die Platten, die dann hier zusammengetüdelt werden müssen. Ich mache die Fundament jetzt gerade mal hier größer. So, so. Ist da noch Zement da? Ja, warte. Damit man den Kram hier zusammenfassen kann. Und wir breiten uns, weil hier ist ein bisschen schräg, fährt eigentlich was lang. Da fährt doch irgendwas lang, ne? Da klar, hier ist das. Oh Gott, hey. Müssen wir mal gucken. Ich fusioniere den Kram mal
noch da. So, dann lassen wir den mal so. Gehen wir mal hier hin. Ja. Und fusionieren wir noch da. Ich mache hier auch einen hin, man weiß ja nicht, was da oben noch kommt. So. Von der Logistik da dran. So, so und so. Und dann haben wir hier die Platten. Und dann, die Platten müssen hinten zu diesem Lager. Um das herzustellen. Um das herzustellen, um die Salpetersäure herzustellen. Und die Salpetersäure, wo wird die gemacht? Im Mixer. Man muss halt gucken, wie viel man davon braucht. 60 die Minute. Man braucht 60 Platten die Minute. Das ist genau das, was wir aktuell machen. Plus Transportzeit. Sollte ich vielleicht nochmal Festplatten suchen für alternative Rezepte? Nicht, dass ich mir jetzt hier einen abquäl und dann brauchen wir es doch nicht. Auf jeden Fall, da hinten ist eine Zuglinie, aber... Das hat ein ziemliches Gefälle. Wie groß ist dieser Drohnenport nochmal? Der ist schon groß. Kommt der dem da ins Gehege? Hier auf jeden Fall nicht. Das könnt ihr natürlich oben drauf setzen, ne? Jetzt haben wir hier auch angefangen und nicht fertig gemacht. Wartet mal. Ach, du bist so ein Ding. Wartet mal. Mann. Verkehrt rum. Oben immer verkehrt rum. So. Da ist so ein Band. Das hier unten könnten wir auf jeden Fall noch ausbauen nach da. Da ist so ein Band. Ich stelle den einfach mal da hin. Damit man das vom Platz her schon mal einteilen kann. So, man weiß ja nie. Vorausschauend. Ab und zu bin ich auch mal vorausschauend. So, jetzt müssen wir kurz gucken, wie hoch das Gelumpe sein muss. Wahrscheinlich so hoch, ne? Oder noch eins höher? Nee. Das reicht eigentlich. Wir machen das Ding so hoch und ich gehe mit dem Fundament dahin. Ja. Und dann mache ich hier ein Gebäude draus. Mal gucken, dass es mit dem Auto geht. Ja, ist das mit Zement zu teuer? Und dann mache ich hier ein Gebäude raus. Genau. Da kommt der Drohnenporter drauf. So, dann haben wir... Hier, das mache ich fertig. Ne? Das mache ich im Auf. Ihr seht ja dann die Planung, die ich hier mache. So, dann müssen wir gerade nochmal gucken, wie die Dinger da heißen. Jedes Mal. Salpetersäure. Dann haben wir... Salpetersäure erledigt. Jetzt brauchen wir das. Den kriegen wir sowieso da hinten hin. Das ist die Salpetersäure. Die Schwefelsäure, kein Thema. Also hier, Bahnhof. Was bist du? Quarzsand. Ja doch, da haben wir da hinten ja die Miner hingemacht. Quarzsand, auch in Ordnung. Ach, hier kommt wieder Wasser raus. Was bist du für ein Nebenprodukt? Auch wieder ein Mixer. Hier muss man gucken, hier kommt Wasser raus und Salpetersäure braucht Wasser. Okay. Dann haben wir das. Also Bahnhof. Das machen wir vor Ort. Bahnhof. Das machen wir vor Ort. Und das. Drohne. Das ist der Bahnhof. Stickstoffgas. Den gibt es übrigens da hinten noch in der Wüste, habe ich gesehen. Da ist eine Quelle, Stickstoffgas. Brauchen wir nicht von hier holen normalerweise. Ui, der hat aber hier... Junger Mann, Geschwindigkeitsbegrenzung hier, ne? Alles klar. Ich bereite das vor. Ihr wisst jetzt, was in dieser Folge ich vorhabe. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.